So, hallo Leute. Heute kümmern wir uns ein bisschen über unseren Server. Und zwar, wir gucken mal, wie das mit dem Webserver funktioniert und wie wir irgendwie dort mit Hilfe von Lua Webseiten erzeugen können und modifizieren können. Denn das ist nicht ein statischer Server, sondern ein sogenannter. Die Seiten werden dynamisch oder können dynamisch hergestellt werden. Und dafür zeige ich erstmal, was los ist. Und zwar die Serverdaten liegen auf var www.ratsnest und hier sind alle Files drin für unser Projekt, also praktisch also die Webseiten, die ihr seht, sind dort vorhanden. Und wie ihr seht, gibt es eine persönliche Directory für jeden User, die heißt HomePy. In diesem Fall HomePy oder Home, wie auch immer. Und wir können dann gucken, wenn wir uns das hier mal angucken, was ist denn bei Home? LS Home. Und in diesem LS Home ist für jeden User ist ein Link zu seiner persönlichen Homepage drin, die, wenn sie erzeugt wird, wenn dieses Public HTML in eurem, wenn ihr das erzeugt in eurem, in eurer, in eurer, in eurem Home-Verzeichnis, dann ist das, was da drin ist, wird irgendwie als eure eigene Webseite gehostet. Momentan ist das nicht der Fall. Das heißt, ich habe momentan keine User, die hier sind, haben dieses Verzeichnis und deswegen wird das nicht ausgeführt. So, jetzt gehen wir einfach mal in unser Home-Verzeichnis. Und ich habe hier etwas gemacht. Ich mache das erstmal kurz weg vorher. Um praktisch, wenn wir dort hingehen wollen, in diese Directory, dafür habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen sogenannten Softlink angelegt, der war www.ratsnest, wie hier nach ratsnest gelinkt ist. Das ist eine sehr coole Sache, die bei Linux geht. Und ich zeige dir einfach mal, wie das jetzt aussieht, wie solch ein Eintrag aussieht. Da steht dann, ein RedsNest führt dahin. Wenn ich jetzt sage cd RedsNest, also ich mache nochmal meine Home-Verzeichnis, da habt ihr jetzt diesen Softlink, der wird irgendwie auch dann irgendwie andersfarbig dargestellt. Und ich sage cd RedsNest, dann lande ich genau in meiner Directory, genau in dieser Sache. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie diesen ganzen Kram einzugeben. Ich habe praktisch eine weiche Verlinkung, eine weiche Verbindung dorthin. Das ist sehr, sehr praktisch. Und deswegen arbeiten wir jetzt ab jetzt mit dieser Geschichte. Wenn ich jetzt hier auf HomePy gehe, dann lande ich in dieser Directory. Und warum habe ich hier irgendwie so ein Public HTML drin? Das ist natürlich absoluter Quatsch. Das Ding kommt hier nicht rein. So. Hier drin irgendwie arbeiten wir jetzt erstmal. Das heißt, ich habe jetzt hier mal gezeigt, und wie hier ist praktisch das ist genau das, was hier drin ist. Und das gucken wir uns mal kurz an. Ich mache das nicht mit Nano, sondern ich mache das mit Vim, weil ich das irgendwie besser kann. Das ist eine sehr kurze Seite. Tatsache ist, wenn wir uns die Seite angucken, die ist sehr viel länger. Also wir machen mal den Seitenquelltext davon auf und da seht ihr, dass diese Seite irgendwie deutlich, deutlich länger ist. Da ist ganz, ganz viel so Zeug drin. Und das, was ich irgendwie eigentlich geschrieben habe, das ist hier H1 und dazwischen wird der Username, das ist hier. H1 ist da. Benutzer Pi. Da habe ich das H1. Dann habe ich hier könnt ihr eure Seite anlegen. Das steht hier. Und der ganze Rest wird von Lua erledigt an dieser Stelle, nämlich diesen Kram einzulesen und diesen Kram einzulesen. Das wird alles von Lua erledigt. Und diese kleinen Lua-Befehle ist hier oben der Header, der, um wie sozusagen hier sagen wir, wenn wir ein Lua-Programm schreiben wollen, dann sagen wir, und das mache ich jetzt mal einfach vor. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache ein kleines Lua-Programm, sage in diesem Lua-Programm for i gleich 1 bis 10, do und statt write, also statt print, schreiben wir response Punkt write, Doppelpunkt write und dann i
und End. So, das ist, und das ändern und das kleine Lua-Programm, das wir hier schreiben, das beenden wir mit, denkst du, und das Ganze packen wir in einen Paragraphen, so wie wir es bei HTML haben. Hier außerhalb von diesem Tag hier sind, also außerhalb von diesem Teil, sind wir sozusagen wieder im normalen HTML. So, und jetzt machen wir jetzt mal Folgendes. Wir speichern das Ding und gucken mal, was denn passiert, wenn wir das Ding aufrufen. Ich mache hier einfach mal einen Reload. Und da seht ihr, erzählt. Das ist aber dann natürlich unschön, weil irgendwie wir haben keine zusätzlichen Zeilenverschübe, deswegen schreiben wir BR, wie wir das gelernt haben bei HTML. Und wenn wir jetzt irgendwie einen Reload machen, dann haben wir irgendwie ganz einfach ein Lua-Programm geschrieben, das direkt ausgibt auf unsere Webseite. Und so. Und jetzt müssen wir sehen, was macht irgendwie Lua hier oben in der Headzeile. Da gibt es auch einen Response, include, das heißt, er lädt das File.header.lsp und hier unten lädt er das File irgendwie .footer.lsp. Das sind beides, also wenn ihr mit LSP, wenn ihr ein File habt, das auf LSP endet, dann könnt ihr solche Sachen machen, dann ist es nämlich eine Lua Server Page. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist das eine normale statische HTML-Seite. Also man könnte hier jetzt auch irgendwo index.html reinsetzen und dann schreibt ihr euren Kram ganz normal. Aber dann habt ihr praktisch dieses hier habt ihr nicht, ihr habt die Schriftarten nicht, ihr habt den ganzen Kram nicht, sondern dann habt ihr das komplett selbst unter Kontrolle. Aber ihr habt praktisch nichts von diesem ganzen, von dem Aufbau. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Ich habe das ja irgendwie gerade mal geschrieben. Ich lasse das mal einfach dort stehen. Ihr könnt euch das dann irgendwie runterladen, wenn ihr wollt, aus der Directory. Die ist ja offen. Ne? Das heißt, die ist ja hier unter diesem. Wenn ich jetzt mal auf mein Home-Verzeichnis gehe, ist sie hier unter Public HTML. Da ist das drin und das ist genau dasselbe, wie wenn ich Rednest Home Pi mache. Und hier LSL mache, dann seht ihr, es ist absolut dieselbe Datei. Das ist sozusagen, und dadurch durch diesen Softlink gibt es zwei Wege, wie ich jetzt da hingehen kann. Ich empfehle das, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt auch irgendwie jedes Mal sagen, war www Rednest, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich bin irgendwie, was das angeht, faul. Und deswegen gehe ich jetzt irgendwie erstmal irgendwie auf diesen Rednest-Server. Und gucken wir mal kurz, wie das denn aussieht. Wir haben hier also unsere Seiten. Und ich zeige die mal kurz am lang an, damit ihr seht, was los ist. Die Anleitungen gehören mir. Das heißt, da kann nur ich reinschreiben. Wenn irgendjemand anders will, dann muss er es sagen. Index, das ist sozusagen, da kann auch nur ich schreiben. Das gehört zwar www.data und www.data könnt ihr beschreiben normalerweise, wenn eure Gruppenrechte gegeben sind, was hier momentan noch nicht der Fall ist. Projekte. Das ist ebenfalls, gehört mir. Und die Unterordner, die ihr habt, also Enigma, Lorenz, Playfair und so weiter, da seht ihr, haben die Leute, die Gruppe Enigma hat hier Schreibzugriffe. Das heißt, die könnt ihr irgendwie komplett, was hier drin ist, das könnt ihr verändern. Und wenn ihr dann hier reingeht und dann irgendwie, sagen wir mal, bei Enigma reingeht, dann ist diese Seite, da habt ihr Zugriff drauf. Und das heißt, da könnt ihr was ändern. Das ist sozusagen eure Projektseite, mit der ihr arbeiten könnt. Und diese Seiten hier sind, also jetzt gucken wir mal kurz, ich zeige mal kurz LA an, das heißt auch die versteckten Dateien. Und da sieht man, das sind noch ein paar weitere Dateien vorhanden. Da ist der Footer, da ist der Header. Da ist ein Programm Freeload, da kann ich wohl zusätzliche Programme, die für alle da sind, reinpacken, so dass wir praktisch eine gemeinsame Bibliothek benutzen können oder so etwas an Server Programmen oder gemeinsame Variablen vorlegen. Das sind dann Vorschläge, das muss man dann sehen, wenn man die Projektarbeit macht. So, das ist, glaube ich, irgendwie schon, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ich empfehle euch einfach selbst ein bisschen zu spielen damit und mal zu gucken, ob ihr diese
ob ihr praktisch mit diesem Programm, also ob ihr da selbst was selbst herstellen könnt oder nicht. Und ihr habt ja im Prinzip habt ihr HTML gelernt. So, das Tolle an dieser Geschichte ist, wir können mit diesem Kram, mit diesen dynamisch hergestellten Seiten vom Server, können wir Sachen machen, wie zum Beispiel, dass wir ein Feld, ein Eingabefeld haben, dort einen Text eingeben, einen Button drücken, übersetzt das zum Beispiel nach Enigma, im Enigma-Code, und dann wird irgendwie unten ausgegeben, wie das Ding denn kodiert heißen würde. So ist das gedacht. Das heißt, ihr könnt das bitte machen, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt auch irgendwie sagen, nein, wir wollen irgendwie einfach nur unser Programm schreiben, und dann haben wir irgendwie das, was wir, was ich irgendwie hier gespeichert habe. Wenn ich irgendwie, ich habe Source, ich habe praktisch eine Directory Source, da sind praktisch alle Quell-Dinger drin, da habe ich eine Unterdirectory Lua bei mir gemacht. Also ihr könnt das anders halten. Das ist also die Ordnung, die ich halte. Wie auch immer ihr eure Ordnung haltet, ist eure Sache. Und im Krypto-Projekt habe ich praktisch hier unsere Programme. Die könnt ihr euch alle rausziehen, die könnt ihr euch alle kopieren. Und da sind dann zum Beispiel solche Sachen wie die Mono Caesar und Mono Caesar, da ist dann praktisch das Beispielprogramm. Und hier, ich bin gefragt worden, wie ich mir denn vorstelle, dass das aussieht. Sowas zum Beispiel wäre irgendwie ein korrektes Programm, um zu zeigen, dass eure Maschine funktioniert. Ich habe ich habe, naja, gut, okay, ich habe hier in diesem Fall habe ich die Library CCCrypt geladen, und da sind die Befehle drin, die ich benutze. Also zum Beispiel hier, um zu um die Substitution zu machen. Das ist jetzt hier die monoalphabetische Substitution. Das ist der Aufruf von dem Kram. Das heißt, hier wird irgendwie jetzt substituiert, und da wird es wieder rausgenommen. Und die eigentliche Routine, das, was arbeitet, das ist, steht in CC, ich rufe jetzt nochmal auf, CC Crypt, das ist praktisch die Bibliothek, die wir dort drin haben. Und da sind so ein paar Befehle vorgesetzt. Und hier seht ihr, dass ihr praktisch irgendwie so eine Funktion wie String Substitute habe ich irgendwie geschrieben. Das ist hier so eine kleine Sache, um den Caesar umzusetzen. Die könnt ihr mitbenutzen, diese Bibliothek. Ich empfehle das sehr, dass ihr diese benutzt, weil da sind irgendwie ein paar Sachen drin, die wirklich nützlich sind. Die habe ich im Buch vorgemacht und habe das im Buch gezeigt, wie es funktioniert. Und hier auch nochmal das Beispiel, wie man mit Unicode arbeitet, wie man Sachen filtert, das braucht ihr nicht zu schreiben, das könnt ihr euch irgendwie gerne bedienen, das könnt ihr alles kopieren, das könnt ihr nutzen, ist auch wie man irgendwie Sachen durchmischt zum Beispiel, das ist irgendwo vorhanden. Das müsst ihr wahrscheinlich dann modifizieren. Hier ist zum Beispiel die Substitutionstabelle für Caesar. Na, da habt ihr zum Beispiel die Substitutionstabelle drin, und das heißt, wie ist ein Caesar implementiert. Und ich schreibe das immer als Member, also praktisch als Teil von String, so dass wir das nachher einfach benutzen können mit diesem Doppelpunkt. Das heißt, dass wir sagen, und wie das ist, alle Strings, die wir haben, können wir damit behandeln. Wenn da Fragen zu sind, dann stellt das. Ich gehe das auch nochmal an, notfalls. Ihr müsst nicht alles verstehen, was hier steht, aber das zu nutzen. Und wie man das nutzt, das kann man hier irgendwie in den ganzen Beispielen sehen. Also ich habe irgendwie bei den Caesar-Übungen hier, da habe ich das drin, wie ich mir das vorstelle, also praktisch wie man so ein Ding aufbaut, also wie man die Schritte, die man hat, vom Anfang bis zum Ende, wie wir und wie das langsam unser Programm verbessern, 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 bis wir am Schluss da sind, wo wir hinwollen. Und dann habe ich praktisch irgendwie die Anwendung gezeigt mit den ganzen Mono-Dingern, wie das läuft. Und ich würde sagen, ihr schreibt entweder so ein Programm wie jetzt zum Beispiel dieses hier oder so, und habt dort irgendwie eine Funktion, die eure Funktion, euer Projekt irgendwie umsetzt. Oder ihr habt eben tatsächlich eine externe Bibliothek. Der Vorteil von einem externen, so wie hier, ne? Also es ist ja im Prinzip genau dasselbe, es ist ja einfach nur ein Programm, das vorher geladen wird mit Require, ne? Also hier, ich zeige das nochmal. Vim Mono Caesar. So, können wir nochmal rein. Am Anfang lade ich einfach hier oben Require,
Und das ist die Bibliothek. Wenn ihr das so macht, wenn ihr es so macht, dann können andere Leute irgendwie eure Routine benutzen und wir können eben so einen Kram wie diesen Webkram machen. Der ist dann nicht so viel Aufwand. Und wie das genau läuft, das werde ich in den nächsten Tagen auch noch programmieren. Und da kriegt ihr das gezeigt, wie man das dann benutzt. Das ist ja noch nicht so eilig. Das heißt, irgendwie praktisch dieser, wie man dann praktisch im Web eure Maschine laufen lässt, da werde ich mal sehen, ob ich das hinkriege. Das ist nämlich nicht so einfach. Da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Das erwarte ich nicht von euch. Aber diese Sachen hier, das kriegt ihr jetzt hin. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr werdet daran Arbeit haben, aber die Arbeit ist erledigbar. Und das wird dann eine kleine Geschichte erzählen, dann passt das. Oh, also erklären, was ihr überhaupt gemacht habt, wie diese Chiffrierung funktioniert und wie ihr das umgesetzt habt, das erklären und was für Probleme es gegeben hat, ob ihr das mit einer Funktion gemacht habt, ob ihr das irgendwie in Unterfunktionen aufgeteilt habt. Das könnt ihr dann machen. Jo. Und damit sind wir eigentlich auch mit unseren 15 Minuten um. Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich schon ganz schön was geschafft. Das müsste eigentlich funktionieren. Viel Spaß.